So, hallihallo liebe Freunde, liebe Zuseher hier auf YouTube. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, jetzt gerade am Anfang, unser Logo hat sich wenig geändert. Wir haben früher unser Logo gehabt, Marco Lorenz YouTube. Und wir haben uns gesagt von Arte, ist eigentlich ein bisschen blöd, ne, das Logo. Es prägt sich zwar ein und so weiter, auch durch die QR-Codes, jederzeit abscannbar, überall, wenn wir ein T-Shirt vor mir hatten, eine Cap vor mir, wie auch immer. Also quasi die QR-Codes sind auch eine gute Idee, jederzeit abscannbar von jedem, also jeder, der mir folgen möchte, kann das ohne Problem machen. Problem ist nun bei dem Logo gewesen, wir machen doppelt Werbung. Erstmal für unseren eigenen Kanal auf YouTube und auch noch gleichzeitig für YouTube machen Werbung. Und da haben wir es im Nachhinein gesagt, das ist eigentlich blöd, weil wir wollen ja eigentlich unsere Marke verkaufen. Dementsprechend haben wir unser Logo jetzt ein bisschen variiert, ein bisschen verändert. Das heißt, da von Marco Lorenz, aber dahinter kommt anstatt YouTube Entertainment. Ja, weil wir bieten ja auf unserem Kanal Entertainment an, Unterhaltung an für jedermann. Also man kann es auch gerne buchen, wenn man mag. Aber wer quasi meint, er will von uns ein paar Aufnahmen haben, die natürlich nachher auf YouTube auch landen werden, logischerweise, weil über diese Plattform verdienen wir am meisten unser Geld. Der kann das gerne machen. Also wer quasi seine Firma mal hervorheben möchte, durch einen hinter den Kulissen oder wie auch immer. Ihr wisst ja, da haben wir auch schon Folgen von gedreht, hinter den Kulissen, wo sie quasi Firmen vorstellen können, wo wir Fragen stellen und wo wir mit Kamera vorbeikommen, quasi die Firma ein bisschen filmen, was wird gemacht und so weiter. Ganz interessantes Format. Wir haben auch Lost Places dabei, wir haben auch verlorene Schätze, wir haben auch, schaut doch mal rein, wir haben gefühlt zehntausende Projekte, die wir aktuell laufen haben und auch noch Projekte, die quasi erarbeitet werden in Zukunft, die von der Theorie schon bestehen, vom Praktischen her noch nicht ausgeführt werden, weil die Umsetzung im Moment, sagen wir so, sinnlos wäre. Ja? Nicht von der Art her komplett schwachsinnig, sondern es wäre sinnlos. Quasi, wir könnten jetzt einige Projekte eröffnen, wie zum Beispiel YouTube Talk. Ja, hatten wir schon mal gehabt. Eine Folge, zweite Folge war angedacht. Es wurde bis jetzt noch nicht gedreht, die zweite Folge davon. Aber zumindest für so ein Format zum Beispiel brauche ich ja immer wieder Gäste. Themen ist kein Problem, aber Gäste, weil alleine diskutieren ergibt keinen Sinn. Also YouTube Talk ist zum Beispiel ein Format, wofür man Gäste braucht. Entweder Kooperationspartner von uns oder euch da draußen, wenn ihr mal bei uns in der Nähe seid von Rostock, dass ihr mal sagt, ihr wollt gerne mit uns an YouTube Talk kennenlernen. Kein Problem. Ne? Auch mit eigenen Themen, die ihr mitbringt, wäre kein Problem. Wie jetzt zum Beispiel, was das ja kurz draußen war, der Gönnergy. Ja? Das ist auch so ein Thema, ne? Für sich. Kann man auch das Thema aufnehmen. Ist Marketing von YouTubern immer clever? Natürlich, die verdienen mit der goldenen Nase. Wie jetzt zum Beispiel der Typ von Gönnergy, Montana Blackwasser gewesen, hat sehr viel Geld damit verdient. Sagen wir es so, ich will nicht genau die Daten nennen. Die genauen Zahlen habe ich sowieso nicht, aber zumindest die ungefähr Zahlen haben wir auch. Und die Sache schmeckt da einfach nicht. Also zumindest sagt jetzt unser Test und auch viele andere User, die getestet haben, haben gesagt, das schmeckt nicht. Ja? Und so eine Sache kann man mit bei mir mit aufnehmen bei YouTube Talk und so weiter und fort. Also viele, viele Sachen, die ihr bei uns integrieren könnt, wo ihr mithelfen könnt. Wir sind dabei ein bisschen offen, logischerweise. Aber zumindest unser neues Logo, Marco Lorenz Entertainment, ist ab sofort auf unseren sozialen Plattformen, TikTok, Instagram und natürlich auf YouTube schon mal zu sehen. Und ganz neu auch noch dabei, unsere Unterschrift sieht sie sogar. Quasi bei jedem Post auf Instagram und TikTok habt ihr dieses geschwungene L. Das ist meine Unterschrift. Und das ganze Unterschrift, unser neues Logo etc. könnt ihr sogar jetzt schon als Merchandise-Version kaufen, sofern ihr es haben möchtet. Natürlich traditionell mit unseren QR-Codes, damit jeder die Möglichkeit hat, durch einen schnellen Scan uns zu folgen. Also, unser neues Logo, ab sofort aktiv. Auf manchen Sachen, wie auf unserem privaten PKW und auf einigen Webseiten, dauert das noch ein bisschen, bis das Ganze eingespielt ist. Aber wir sind dabei. Es ist ein Riesenaufwand, so ein Logo erstmal zu ändern. Auf den ganzen Plattformen und Webseiten, wo wir vertreten sind. Aber wir sind bei. Also, neues Logo steht. Wir wünschen euch demnächst, also ja, nicht viel Spaß mit Marco Lorenz Entertainment, sondern quasi viel Spaß weiterhin auf unserem Kanal. Neuer Name, in Anführungsstrichen, altes Format, es bleibt alles wie es ist. Nur quasi, dass wir noch uns direkt als Entertainment-Plattform bewerben und nicht mehr noch andere Firmen wie jetzt YouTube und so weiter. Also Marco Lorenz Entertainment, unser neues Logo, ab sofort gilt das Ganze. Erzählt es jedem weiter, teilt das überall, wo ihr wollt und wir sehen uns dann am Freitag zu einer neuen Folge. Und ich habe ja aktuell Urlaub. Was meint ihr, was wir geschafft haben, im Urlaub alles zu drehen? Nichts. Also nicht wundern, wenn quasi demnächst erstmal keine neuen Folgen auf YouTube erscheinen,
liegt nicht, weil wir keine Lust mehr haben, sondern quasi wir haben keine Zeit gehabt, wirklich irgendwas umzusetzen gerade. Unter anderem, weil ihr wisst ja, kleines Kind, Kamera ist schwierig. Ja? Deswegen, also nicht wundern, falls es doch mal zur Stockung kommen sollte, unsere Wiedergaben, es kommen wieder neue Folgen auf jeden Fall. Jetzt aktuell auf jeden Fall noch bis Anfang September auf jeden Fall noch. Werden noch regelmäßig Folgen gelistet. Und ja, bis dann immer. Schön mit euer Marco Lorenz. Abonnieren, teilen, abonnieren, teilen. Marco Lorenz Entertainment. Entertainment ist unser Geschäft. Ne? Oder wie es hieß früher, Entertainment aus eigener Hand. Tschüss und bis bald.